Freitagabend, Flutlichtspiel, der SV Meppen steht mal wieder mit dem Rücken zur Wand am Ende der englischen Woche. Mit vielen Fans bei der Viktoria, das Team von Ernst Middendorp. Tabellenletzter mit 3 Punkten Rückstand auf die Konkurrenz, aber mit richtig guter Anfangsphase. Pressen sehr hoch, die erste Chance gibt es dann in der 5. Minute. Pourier macht die Kugel nochmal scharf, Fassbender legt ab für Blacher. Insgesamt sehr, sehr gute Anfangsphase der Emsländer. Nichts zu sehen von der Tabellenplatzierung. Morgan Fassbender, 19. Minute, zündet einmal den Turbo. Sagiri kann nicht mithalten. Fassbender mit der Hereingabe und die findet Sascha Risch, der eine klasse Partie zeigt. Pourier lässt im Zentrum durch. Risch steht völlig blank am 2. Pfosten. 3. Saisontreffer, klasse vorbereitet von Fassbender. Meppen belohnt sich für eine richtig starke Anfangsphase. Von der Viktoria lange nichts zu sehen, bis kurz vor dem Seitenwechsel. Wir sind schon in der 44. Minute. Koronkiewicz, schönes Zusammenspiel mit Risse. Wieder Koronkiewicz, der findet Meißner zum ersten Mal. Steht Meppen nicht nah genug bei den Männern und das nutzt die Viktoria gnadenlos aus. Koronkiewicz mit seiner ersten Torbeteiligung im Jahr 2023. Auch Meißner mit nur einem Treffer seit Oktober knipst mal wieder zur Freude der Herren. Wunderlich. Und Jansen in Durchgang 2 kippt die Partie ein wenig. Die Viktoria übernimmt das Zepter mit vor allem Mike Wunderlich. 62. Minute versucht hier den Lupfer. Da wäre die Brechstange vielleicht die bessere Option gewesen. Wunderlich läuft richtig heiß in dieser Phase. Nur 6 Minuten später tankt er sich. Klasse durch, der Abschluss am Tor vorbei. Meppen kämpft mit der Luft, bringt nur noch wenig nach vorne. Die Viktoria mittlerweile das deutlich bessere Team. Spiel mehr oder weniger gedreht und dann auch das Ergebnis. Robin Meißner, wunderschöner Treffer zum Doppelpack. 8. Saisontor, Ose verpasst die Grätsche und dann ein Kunstwerk vom Mittelstürmer. 83. Minute, hochverdient das Ganze inzwischen, weil Meppen nichts mehr entgegenzusetzen hat in der Schlussphase. Wir springen dann in die Nachspielzeit. Patrick Sontheimer macht den Deckel drauf und der gerät plötzlich zum Torschützen. In Halle beim 2:2 schon erfolgreich, trifft zum 2. Mal in Folge. Nach sehr starkem 2. Durchgang dreht die Viktoria die Partie, gewinnt verdient mit 3:1 und Meppen nur ein Sieg in den letzten 24 Partien. Es passt wie die Faust aufs Auge, wir kämpfen 80 Minuten lang, werfen uns in alle Bälle rein, versuchen offensiv Akzente zu setzen und dann klappt es mal wieder nicht. Dann kriegen wir wieder 2 Tore in der Schlussphase, was schon öfters vorgekommen ist und ja, scheiße einfach. Und dass wir das Tor vor der Halbzeit machen, natürlich wichtig und in der 2. Halbzeit dann ja, im gewohnten System vielleicht dann auch besser rausgespielt von hinten, besser über die Linien gekommen und am Ende dann 3:1 verdient gewonnen. Meppen am Boden, die Kölner Viktoria zementiert derweil ihren Platz im Mittelfeld. Nur eine Niederlage in den letzten 8 Partien. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.